Für TV-Experte Lothar Matthäus muss Stürmer Robert Lewandowski vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München unter seinem neuen Trainer Niko Kovac einen Kurswechsel vornehmen und wieder durch Leistung überzeugen. Robert war für mich der beste Stürmer der Welt. Das muss er jetzt wieder zeigen und unter Beweis stellen, schrieb Matthäus in seiner Kolumne auf skysport.de. Er sollte seine Wechselwunschpläne in die unterste Schublade stecken und diese so fest wie nur möglich zu machen. Es ist jetzt wieder an der Zeit, mit Leistung zurückzuzahlen, was er vom Club und den Fans bekommt. Rekordnationalspieler Matthäus sieht den polnischen Angreifer weiter als Garanten für Tore und Titel. Kovac möchte in München Titel sammeln und erfolgreich sein. Da könne man einen Stürmer wie Lewandowski gut gebrauchen. Der neue Bayern-Chefcoach Kovac hatte am Montag beim Trainingsauftakt erklärt: Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, der in München noch viel leisten wird. Punkt. Wir gehen nicht davon ab, dass er in München bleibt. Er habe dem Angreifer in einem Telefonat meinen Standpunkt mitgeteilt.